So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu GTA The Border of Guild. Ich wollte wieder Lost in Damn sagen. Ja, das letzte Mal hatten wir eine sehr lange Hauptmission. Deswegen habe ich jetzt quasi mal geplant, für diese Folge nur Nebenquests zu machen. Beziehungsweise ich werde jetzt eine der Zufallsmissionen machen. Welche genau habe ich mir noch nicht überlegt, aber das ist ja nicht schlimm, denke ich. Und dann, ja, vielleicht ein bisschen Clubmission oder so, was wir halt momentan so können. Einfach auch deswegen, weil es halt schon jetzt zwei Zufallsmissionen sind und die Club müssen bestimmt noch lange genug dauern und naja, ne? So, die ist jetzt direkt im Club, denke ich mal. Das heißt, es wäre ein bisschen blöd, da hinzufahren, glaube ich. Oder schwierig, ohne die Mission zu triggern. Deswegen machen wir jetzt hier. Steht da eigentlich auch? Ups. Was steht da bei dem Zufallscharakter? Frau! Na also, jetzt wusste ich nämlich. Ich habe mich ja wie gesagt schon ein bisschen informiert, was eigentlich hier so die Zufallscharaktere sind und so. So. Dann haben wir hier aber erstmal einen Mann. Welchen genau? Das weiß ich nicht. Es gibt übrigens genau wie in Lost in Damn 3 Zufallsmissionen, aber zwei davon sind diesmal doppelt. Also quasi insgesamt 5 Missionen, während es bei Lost in Damn dann nur 4 waren. Aber naja. Wer bist du denn? Hey, have you a light? Sorry, Papi, I don't smoke. Ah, a Spaniard, wonderful, a man of culture. I'm not sure someone from the heist qualifies as being Spaniard, but whatever. Oh, exactly, whatever, whatever you say, Daddy. Excuse me? What is wrong with you? The British, they give you this beautiful little awkward language, and you just debase it with whatever, or like, or fuck you, or get over yourself. In that case, fuck you. Oh, c'est ça, on va te faire foutre. Oh, who am I to complain? My country is not much better. We are the worst. My people watch American television and then they complain about it afterwards. Oh la la, I am rich! Time was when we would chop someone's head off and we would run around the street with it on a stick. Vive la France! Now, we are soft and miserable just like you. Hey, I'm not miserable. Well, then clearly you do not watch enough television. You enjoy the bright lights and the big cities and the hope that maybe one day you become rich and stupid and your people. Maybe you can make a nice little TV show with you and your friends. Hey, knowing my friends, I hope not. Well, I do not come to Liberty City to watch television. I come to fuck and get high. What else is there? Well, I don't know. Family? I had a family. Meaningless. Honor? Psst. Don't make me puke. No, mon ami. I had to tell you, my friend. Nothing matters in this world apart from getting your rocks off. Or getting so out of it you don't realize you haven't got your rocks off. I like a man who's so focused. Have you got a car? I'm not sure I want to get into a car with someone like you. Oh, relax, relax. Let's go for a drive. I like you. You find things as ridiculous as me. Okay, was zum Teufel ist das für ein Typ, Alter? Message Spray. Ich habe leider kein Auto. Ja, nehmen wir uns das Billo-Auto hier, ne? Ist auch okay. Schön, wie er jetzt schon einsteigt. Ich hab gesehen, dass der Typ das war, den ich gerade rausgeschmissen habe, ne? Ist voll rangezoomt, was war das denn? Ich bin gerade einfach stumpf lang gefahren, um auf die Karte zu gucken. Ja, perfekt abgebogen, wa? Thank you, Spaniard. I am only sorry you will not join me in this adventure. Don't catch nothing, bro. Wow, was für eine Mission. Ich bin beeindruckt. Na gut, dann ist es bestimmt der zweimal auftaucht, dass der dann später nochmal eine Mission für uns hat. Sonst wäre es nämlich ganz schön langweilig. Okay, lange Cutscene, kurze Mission. deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt mal Club-Mission, oder? Obwohl ist es gerade eigentlich eine, oder? Sagen, es ist halt 11 Uhr, ne? Das ist natürlich Käse. Och, komm schon, ich will nur die Map öffnen, Alter. Aber dann pennen wir halt erstmal kurz und dann machen wir ein paar Club-Missionen. Haben wir die halt bald schon mal hinter uns, ist ja auch nicht verkehrt, ne?
Ich will das halt möglichst abwechslungsreich gestalten und so, ihr wisst schon. Nicht erstmal alle Hauptmissionen durchballern und dann eine Nebenmission oder so. Da ist ein Taxi, bitte nehmen Sie mich mit. Aber mal voll bereit sein, auf die Straße stellen. Kein Problem. Hey! Ich will trotzdem mitfahren. Wenn es genehm ist. Busta Rhymes. Ich find's einfach super, dass man die Typen aus dem Taxi schmeißen kann, ne? Das habe ich schon tausendmal gesagt, aber ich find's halt einfach geil. So, Fahrpreis $39, meinetwegen. So, dann mal kurz pennen gehen. Und dann, obwohl vielleicht mal sogar zweimal pennen gehen. Aber dann sollte es doch eigentlich passen, dass wir ein paar Missionen machen können. Kann ja auch mal speichern gehen eigentlich, ne? Wie viel Prozent haben wir eigentlich? Jetzt kann ich nicht mal gucken. The Boggede Practice Swing. Darf nicht aus Versehen TLAT überschreiben. Das wäre äußerst dämlich. Gucken, wie viel Prozent wir haben. 12%, hey, das ist jetzt schon mehr, als ich in Vice City Stories, glaube ich, habe. Aber das spiele ich sowieso nur die Hauptmission. So, wie spät ist es denn? 18 Uhr, ja, das ist natürlich Mull. An 24 Uhr ist genauso Mull, dann hat die nämlich auch nur noch 2 Stunden auf, glaube ich, ne? Blöde Zeit, aber hey, eine Mission werden wir wohl schaffen. Ich denke mal nicht, dass wir quasi jetzt, wenn wir die Mission dann nicht bis 2 Uhr oder so, wie lange Laden auf abgeschlossen haben, dass es dann automatisch Fail ist. Denke ich jetzt einfach mal nicht. Wäre nämlich ein bisschen OP. So! Ah, dann brauche ich jetzt aber auch schnell einen Wagen, mein Taxi. Bleiben Sie stehen, bitte fahren Sie mich nicht um. Oh, der hat schon vorher den Schaden. Hey, steig wieder ein. Steig wieder. Nehme ich ja das Taxi da hinten. Fein! Oder das Taxi. Der nimmt wieder den. Dankeschön. So. Clubmanager. Meine Güte, das ist ja. Ein Aufriss. So, ich hoffe mal nicht, dass hier... Nee, war keine Mission, ne? Nee, das ist jetzt eine Triggere gleich. Wenn der Ladescreen nicht so lange dauern würde, dann wäre das schon mal ein Vorteil. Ah, nee, war es nicht. Okay. Ups. Zack. So. Dann wollen wir mal, wa? Hä? Achso, da. Ich dachte schon. Wieder die komische Alte, ey. Ich kann hier immer noch unter das Dings gucken. Auch wenn man sowieso nichts sieht. Aber, ist komisch. Ja, ich bin dabei. Oh, sorry, Mann. Ich bin der Türsteher, ich bin breiter als der Türsteher, ich darf das. Äußerst nicht verdächtig. Hi. Warum denn? Dip, 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 dip. Kann ich sogar aufs Frauenklo gehen? Cool. What's your name, Jay? Work and no play makes Joni a dull girl. There ain't nothing dull about that. You work so hard, I thought you needed a break. Damn, this is what I'm talking about. At least you're a grower, cause you sure ain't a shower. okay. Warum? In einer Sekunde bleicht die mich irgendwie gefühlt und hasst mich und dann bläst sie mir ein, oder was? Okay. Meinetwegen, ne? Tür. Ich weiß nicht, ob das so eine Tür ist. Dann war das das, was ich die ganze Zeit unter dem... Dann war es das, was ich quasi die ganze Zeit unter dem Höschen sehen konnte. Vor allem, weil sie sagt auch noch, lass den Scheiß, komm sofort und so. Und dann macht sie das. Die prügeln sich, das hätte ich jetzt nicht erkannt. Okay, Mann.
Einfach drauf zugehen, ne? Das reicht ja schon. Das sah aber cool, wenn er damit tanzen würde. Oder dass er so tanzen würde. Ich meine, da gar nicht gesagt, ey, sollst du nicht mit dem Mann liegen? Er ist der Türsteher oder der Manager oder keine Ahnung. Die Spots sind immer die gleichen, ne? Nach dem Büroaufenthalt bin ich immer da in der Ecke. Nachdem ich draußen war, bin ich, glaube ich, immer hier. Interessant. Jetzt passiert auch eh nichts weiter und gleich kommt wieder irgendein Anruf. Hey, ich muss wieder da ganz hinfahren und irgendwas machen und dann ist fertig. Ich kann von ihr erkennen, wer ein Idiot ist. Die Musik. Ihr macht das einvernehmlich, okay. Hi. Was? Aiding me. Oh. Kann was soll ich. Won't make you. Making me. Ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas steht da gerade. Dann nochmal hier. Ja, aber ich sag, wie spät ist es eigentlich? Für den Nase ist 4, da geht er noch. Einen königlichen Gast. Also, ich wollte sagen, ich habe nämlich in einer Dreiviertelstunde einen Arzttermin. Aber das sollte ich noch dicke schaffen. Du hast einen Viertürer. Ach so. Also der Typ ist so breit, da braucht er gleich einen Viertürer. Da kann ich verstehen. Aha. Das ist ein Prinz. Tony Prinz. Ha! Okay, das klingt zwar nicht sehr königlich, aber hey. Die Zeiten ändern sich, ne? Oder ist ja kein König, sondern Prinz. Vorher haben sie Kronen getragen. Jetzt haben sie. Jetzt trifft er sie mit 5 Prostituierten gleichzeitig. Okay, ich will gar nicht wissen, wo er gleich hinkommt. Mhm, da stehen sie ja schon. Was sagen die? Da kommen sie sofort an. Da nehme ich auch gleich 2, kein Problem. Warte, wo muss ich hin? Da kann ich auch einfach rückwärts fahren. Was da? Oh mein Gott. Das ist very nice, ja. Weil er auch Englisch gesagt hat, oh, I like a little bit yellow. Das fand ich gut. Ich muss die Gespräche hören. Mal gucken, ob wir wirklich nur fahren. Okay. Thanks, Chappie. You've been a top sport about this. Send Tony my best. Bye bye, Mister. Okay, das war's schon. Schon, sagt er. Ja, Problem ist, jetzt ist es eh wieder zu, ne? Kann man ja nicht von hier aus. Ich weiß ja, von hier aus kann man das auch nicht sehen, ne? Ob quasi der noch auf hat oder nicht. Aber ich glaube, um 4 Uhr morgens hat er nicht mehr auf, ne? Naja, irgendwie ist es blöde Zeiten. Ich brauche mehr Nebenmissionen, damit ich ein bisschen was anderes auch machen kann. Damit ich da spontaner sein kann. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich quasi auch,
jetzt sagen kann, okay, jetzt mache ich einen Drogenkrieg, so nach dem Motto. Ja, leider, die Folge war jetzt ein bisschen unproduktiv in der Hinsicht. Wir haben jetzt, glaube ich, nur... Ich glaube, es wird jetzt auch bei diesen zwei Sachen nur bleiben. Obwohl, der Laden auch auf. Dann kann man eigentlich mal hier rumkotzen. Dann kann man sie eigentlich nochmal ausprobieren, wa? Ich meine, eben ging ja relativ schnell. So, muss einfach nochmal. Hau sie um. L. Da kann einfach das Buchstaben wie ich. So, dann muss ich mal ein bisschen hinmachen, ne? Dass ich hier auch alles noch in der Folge unterkriege. Kommt mir drauf an, wie die Mission diesmal wird oder was ich dann am Ende machen muss. Und passiert das gleich wie letztes Mal. Zweimal in einer Nacht. Ups. Was sind das denn für Clubmissionen, Alter? Was ist hier los? Was ist das denn für eine Alte? Die Freundin von dem? Ich bin mir halt nicht mehr sicher. Die Männerseite wieder. Weil das sind die gleichen Leute wie letztes Mal, glaube ich. Sein Finger steckt im Glas drin. Sah nicht so gesund aus. Don't mess with him. Da hat er es wieder gesagt. Dass ich hier auch tanken kann. Hier ist eh nie jemand. Niemand. Was jetzt schon wieder? Ich freue mich mal schon so ein bisschen, wenn ich hier rein darf. Dann schlicht zu. Okay, das geht halt echt nicht. Ich dachte, das wird dann noch weitergehen. Okay. Das zählt dann wohl nicht als beendet, wa? Oh, man! Na gut, können wir mal gucken. Punktezahl. Nachtclub-Mission 2, ja. Na gut, sind die eh nur 8 Stück, ne? Upsala, ich wollte nicht schlagen. Das heißt, es sollte eigentlich relativ schnell verstanden gehen. Gut, dann muss ich mich da auch noch an Zeiten halten. Aber es sind ja nur 8 Stück. Von daher kriege ich das schon irgendwie mal mitunter runter. Ja, dann werde ich nächstes Mal auf jeden Fall wieder ein paar Hauptmissionen machen. Ich hoffe wirklich, dass wir bald mal eine neue Nebenmission freischalten. Drogenkriege, Rennen. Wohl Rennen müssen wir, glaube ich, gar nicht machen, ne? Das steht einfach nur so in der Statistik. Ich meine, in der 100%-Statistik von der GTA-Seite habe ich nichts gesehen. Naja, zumindest, ist es hier nicht, wo man den Lambo im Hauptspiel bekommen hat? Das sieht gerade genauso aus. Naja, zumindest die Drogenkriege kriegen wir noch und Basejumps und bla und blub, ne? Sind noch einige Sachen. Ich hätte eigentlich mal, fällt mir aber so, ich hätte mal so ein paar Nebenmissionen machen können, zum Beispiel sowas wie Billard oder so schon mal, ne? Oder Golf. Habe ich eigentlich Freunde, die ich anrufen kann? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber Golf spielen muss ich nämlich nochmal für 100% irgendwie gewinnen auch, ich habe keine Ahnung wie. Na gut, ne, dann war das die Folge. ein bisschen nicht so viel länger als sonst, ja, nächstes Mal wieder Hauptmission, ne? Ich, wie gesagt, es wird mal Zeit, mehr Nebenmissionen freizuschalten.
Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hab's gefallen. Ich mache mich jetzt langsam auf zum Arzt. Wie gesagt, ne, mein Ohr. Mein Gott. Mein Ohr ist mal wieder dicht, ne? Mein linkes Ohr muss mal wieder befreit werden. Freigespült. Mehr ist es nicht, keine Sorge. Und, dann bis zum nächsten Mal, ne?